Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Ich heiße Cornelia Rebel und ich betreue bei Mindumio seit langem die Nachrichtenredaktion. Heute möchte ich dir eine aktuelle Studie über Schwangerschaftsstreifen vorstellen. Doch bevor wir zu der Studie kommen, möchte ich noch etwas sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir uns alle unabhängig über Informationen im Gesundheitsbereich informieren. Wissenschaftler auf der ganzen Welt entdecken ständig Woche für Woche neue, faszinierende Fakten, die unsere Gesundheit betreffen. Bis diese Erkenntnisse jedoch in den Arztpraxen angelangen, vergehen oft Jahrzehnte. Deshalb halte ich es für ganz wichtig, dass wir uns alle selbstständig auf dem Laufenden halten. Falls du mir dazu stimmst, dann würde ich mich jetzt freuen, wenn du den Mag ich-Button klickst und wenn du unseren Kanal abonnierst. Aber jetzt zu der aktuellen Studie über Schwangerschaftsstreifen. Die aktuelle Studie trägt die Überschrift Schwangerschaftsstreifen mehr als nur lästig. Schwangerschaftsstreifen können sich stark auf die Lebensqualität auswirken. Und das bereits während der Schwangerschaft. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie von US-amerikanischen Wissenschaftlern. Die dauerhaften Hautläsionen während und nach einer Schwangerschaft sind demnach oft mit negativen Gefühlen und Befangenheit verbunden. Forscher der Universität Michigan Medicine befragten für die Studie mehr als 100 schwangere Patientinnen mit Dehnungsstreifen. Sie wurde im International Journal of Women's Dermatology veröffentlicht. 3 von 4 Frauen gaben an, auffällige Dehnungsstreifen zu haben. Ein Drittel der Betroffenen hat erhebliche Schwierigkeiten mit den Striae gravidarum, so der Fachausdruck. Sie empfinden die Streifen als stark oder mäßig peinlich. Frauen waren sehr besorgt über die Dauerhaftigkeit von Läsionen, die oft mit negativen Gefühlen und Befangenheit verbunden sind. So Dr. Frank Wang, leitender Studienautor, und William B. Taylor, Professor of Clinical Dermatology an der Michigan Medicine. Diese Frauen berichten häufig davon, dass sich die Schwangerschaftsstreifen auf ihr Sozialleben, ihr Selbstwertgefühl und die Wahl ihrer Kleidung auswirken. Wang begann bereits vor 15 Jahren mit der Untersuchung von Striae gravidarum. Er und sein Team haben nach den molekularen Mechanismen gesucht, die diese Läsionen verursachen. Demnach sind erhebliche Veränderungen in Kollagensträngen und elastischen Fasern der Haut dafür verantwortlich. Kollagenstränge in der extrazellulären Matrix der Haut sind dafür verantwortlich, dass unsere Haut straff und prall aussieht. Eine gut funktionierende Kollagenbildung ist also wichtig, um Schwangerschaftsstreifen zu vermeiden. Um Kollagen zu bilden, braucht unser Körper zum einen eine gute Versorgung mit Aminosäuren und Kollagenpeptiden, den Bausteinen für Kollagenstränge, und zum anderen braucht der Stoffwechsel auch Vitamin C und Zink, um Kollagen zu bilden. Die Hautkomponenten für elastische Haut sind bei Schwangerschaftsstreifen beschädigt und bilden sich nie vollständig zurück, was zu dauerhaften Läsionen führt. 75% aller schwangeren Frauen möchten das Erscheinungsbild der Streifen verbessern. Obwohl es einige Möglichkeiten gibt, intensive Rötungen oder Texturen von Dehnungsstreifen zu reduzieren, gibt es nur sehr wenige wissenschaftliche Beweise dafür, dass eine Intervention Läsionen vollständig verhindert oder behandelt, sagte Wang. Demnach kann kein Eingriff Dehnungsstreifen auslöschen. Bei Schwangerschaftsstreifen ist Vorbeugen also besonders wichtig. Ein Kollagenpulver kann hier helfen. Allerdings gibt es bei Kollagenpulver himmelweite Unterschiede. Billiges Kollagenpulver von Whey, Molke, dem Restprodukt der Käseherstellung, wird mit zahlreichen Chemikalien hergestellt. Das so entstandene Pulver schmeckt meist leicht bitter und braucht deshalb zusätzlich Aromen, damit es verzehrbar ist. Ich empfehle deshalb immer naturreines Kollagenpulver von Rindern aus Weidehaltung, zum Beispiel von Victilips. Dehnungsstreifen sind seit Jahren ein Thema, das viele Frauen zu verbergen versuchen, sagte Timothy Johnson, Mitautor der Studie. Seiner Ansicht nach ist es an der Zeit, das Stigma zu brechen und offen mit allen Patienten darüber zu sprechen. Johnson: Viele der Frauen sagten, dass die Dehnungsstreifen ähnliche oder mehr emotionale Belastungen verursachten als andere Hautprobleme wie Akne, Ekzeme und Psoriasis. Wang untersucht zurzeit die Entstehung der frühesten Dehnungsstreifen mit Hautbiopsien. Die aktuelle Studie über die emotionalen Auswirkungen von Dehnungsstreifen sei ein Beweis dafür, dass kontinuierliche Forschung für viele Patienten von entscheidender Bedeutung sei. Sie motiviere sein Team, weiter nach Antworten zu suchen. Dieses Thema liege vielen schwangeren Frauen sehr am Herzen. Wang: Unsere Hoffnung ist, dass wir durch die Registrierung von genügend Teilnehmern Präzisionsdaten generieren können, die sich in rationale Therapien umsetzen lassen, die Dehnungsstreifen verhindern oder effektiv behandeln.
In der Zwischenzeit rät er Ärzten, Frauen bei der Beurteilung ihres Wohlbefindens sorgfältig nach ihren individuellen körperlichen und psychischen Problemen zu befragen. Beschwerden, die mit Scham oder Verlegenheitsgefühlen verbunden sind, werden häufig nicht verbalisiert. Die körpereigene Kollagenproduktion anzukurbeln, ist also eine gute Strategie, um Schwangerschaftsstreifen vorzubeugen. Dafür brauchst du unter anderem eine gute Versorgung mit Kollagenpeptiden, sprich Kollagenpulver, sowie Zink und Vitamin C. Das ist übrigens auch eine gute Strategie, um Falten vorzubeugen, denn bereits ab 25 Jahren sinkt die körpereigene Kollagenproduktion. Für Kollagenpulver, Vitamin C und Zink kann ich als Markenbotschafterin Victilabs empfehlen. Ich kenne die Hersteller von Victilabs persönlich und weiß, dass sie in puncto Qualität keine Kompromisse eingehen. Falls dieses Video für dich interessant war, dann würde ich mich jetzt sehr freuen, wenn du den Mag ich-Button klickst und wenn du unseren Kanal abonnierst. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du bald wieder mal hier vorbeischaust. Danke für dein Interesse. Ciao, ciao, deine Cornelia.